Hallo zusammen. Den Kanal, den ich letzte Woche ausgelotet habe, den füttere ich aktuell vor, alle zwei Tage. Pack jetzt gerade mein Auto, weil ich morgen wieder füttern gehe. Diesmal ist dabei Wäscheleine und eine Hake, die ich hinten mit dieser Schlinge an die Wäscheleine knoten werde. Warum mache ich das? Weil in meinem Angelgebiet ein dicker Ast im Wasser liegt, um den sich auch schon viel Treibkraut gesammelt hat. Es wird Herbst, langsam löst sich das Kraut und treibt im Kanal auf und ab. Das ist ein sehr gefährliches Hindernis, vor allem weil ich auch in der Nähe Karpfen schwimmen gesehen habe und auch da angeln werde. Also der Ast ist prädestiniert dafür, dass man da Fische drin verliert, weil sie sich drin festschwimmen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, entferne ich solche Hindernisse aus dem Wasser, bevor ich angeln gehe. Ne? Direkt vor der Session ist das nicht so ratsam, da man da meistens so viel Unruhe verbreitet, dass man in den nächsten Stunden keinen Biss bekommt. Aber es ist so eine gute Woche hin, bevor ich die erste Session da machen werde. Und dann auch als Tipp für euch, entfernt solche Hindernisse aus dem Wasser. Die Fische wissen ganz genau, wohin sie schwimmen müssen. Gerade beim Zielfischangeln, was ich da ja auch an dem Kanal mache, ist es immer extrem ärgerlich, wenn man einen Fisch verliert, weil es könnte natürlich der Zielfisch sein. So. Jetzt fällt mir kein Abschlusssatz ein. Ich gehe das mal essen oder so. Also wenn immer ihr die Chance habt, vor dem Angeln ein Hindernis zu entfernen, holt es aus dem Wasser raus, nicht nur um euch den Ärger zu ersparen, sondern auch dem Fisch, der möglicherweise mit eurer Montage in diesem Hindernis verloren geht. In diesem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, hallo, ihr könnt es vielleicht hören. Autos, Straßenverkehr. Ich habe die erste Nacht an dem kleinen Kanal, der mitten in der Stadt liegt, hinter mir. Und wie ich schon mal erzählt habe, wirklich viel Fisch ist hier nicht drin. Beim Anfüttern habe ich ein paar Fische an der Oberfläche gesehen. Mann, was ein Verkehr. Dass ich denke, dass hier doch noch mehr Fische drin sind, als ich ursprünglich dachte. Aber wie gesagt, der Bestand ist trotzdem relativ dünn. So, dass ich schon mal angedeutet habe, dass ich hier wohl nicht viele Karpfen pro Nacht fangen werde. Leider ist es gar keiner geworden. Ob das nun an dem geringen Bestand liegt oder ob ich an der falschen Stelle gesessen habe, glaube ich weniger. Ich mache da eher den starken Temperaturrückgang der letzten Tage für verantwortlich. Wir haben jetzt Mitte September und während es mehrere Nächte mit knapp über 10 Grad oder teilweise unter 10 Grad, aber auch tagsüber viele Tage unter 15 Grad. Aber was die Hauptabkühlung hervorgerufen hat, ist die riesige Mengen an kaltem Regen. Das ist gerade in so einem flachen Kanal. Ich sitze hier zwar am tiefen Bereich des Kanals, der ist aber hier trotzdem nur knapp über einen Meter tief. Ne? Winzige Stellen, kleine Bereiche, die mal 1,50 Meter sind oder sowas. Aber das ist minimal. Also im Schnitt ist es immer noch ein sehr flacher Kanal. Und diese geringen Wassermengen reagieren natürlich unheimlich empfindlich auf solche kalten Wassermengen, die eingebracht werden. Ne? Und wenn Fischer eins nicht mögen, dann sind es Temperaturstürze. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen wärmer werden die nächsten Tage. Oder das Wasser, die Fische werden sich an das kühle Wasser gewöhnen. Und dann sollte es hier auch wieder ein bisschen besser laufen. Ich bleibe jetzt noch ein paar Stunden. Falls ich noch was fange, melde ich mich nochmal bei euch. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich ja im Moment nicht mitrechne. Ich melde mich nochmal kurz bei euch. Leider nicht, weil ich einen Fisch gefangen habe, sondern ich wollte nochmal genauer wissen, wie die Wassertemperatur ist. Und habe mein GTM ausgeworfen. Und das hat mir am Grund in einem Meter Wassertiefe eine Wassertemperatur von 1 Grad, also kalt auch noch wieder nicht, von 13 Grad angezeigt. Als ich hier vor 2 Wochen mit dem Vorfüttern begonnen habe, da habe ich das Wasser nicht gemessen, aber da war es noch sehr warm. Ich schätze mal, da hatten wir noch 18 bis 20 Grad Wassertemperatur. Die Wärme hielt dann noch ein paar Tage an, also wir haben ungefähr in
eine Woche mindestens 5 bis 7 Grad verloren. Das verschließt den Fischen in der Regel die Mäuler. Ich hoffe, dass ich jetzt die nächste Session besser fange. So, bis dahin, macht's gut.